Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das weiße Paket von Raf Camora. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das weiße Paket von Raf Camora, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Ja, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine ziemlich große Box in Grau und Weiß gehalten. Hier oben links lesen wir einmal den Schriftzug Raf Camora, also der Interpret. Dann haben wir hier das Logo des Interpreten, diesen Raben. Und darunter lesen wir dann das weiße Paket. Das Ganze findet statt in so einer grau-weißen Wolkenlandschaft. Hier unten haben wir noch einen Aufkleber mit dem Buchstaben M. Das ist bezüglich der Größe, dazu kommen wir dann noch. Dann haben wir hier auf der Seite noch einen Sticker, beziehungsweise zwei Sticker übereinander. Das weiße Paket Size M lesen wir hier und einen Barcode. Und so sieht das Ganze dann rundum aus. Also diese Wolkenoptik in Grau und Weiß wirklich komplett über den ganzen Karton, über die ganze Box erstreckt. Dann werden wir mal hineinschauen. Wir haben hier einmal ein Shirt und da kommen wir auch direkt zur Größe. Wie ihr sehen könnt, ist das in M, also die Größe des Kartons, der da draußen beschrieben ist, die bezieht sich hier auf das Shirt. Dann haben wir ein Bandana, eine Karte, eine Autogrammkarte. Dann haben wir die weiße EP, ein Poster und einen Turnbeutel. So, von innen die Box passend zum Titel, das weiße Paket in Weiß gehalten. Dann packen wir diesen Karton mal zur Seite. So, und nachdem hier ja noch diverse Sachen in Folie sind, werden wir die mal aus der Folie befreien. So, was haben wir hier? Einmal das Bandana. So, einmal. Und dann haben wir auch noch das Shirt. Gut, nachdem wir alles aus der Folie befreit haben, können wir direkt anfangen. In diesem Fall mit dem Album. Es ist in diesem Fall eine EP. Also, so sieht das aus vom Design her, wie auch schon der Boxdeckel designt, hier mit dem Raben, oben lesen wir wieder Raf Camora und unten die weiße EP. Auf der Seite lesen wir nichts, außer graue, weiße Wolken ist hier nichts zu sehen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 6 Tracks an der Zahl und wir haben hier ein einziges Feature mit dabei, und zwar können wir das hier lesen, Berkan ist auf einem Track mit dabei. Dann haben wir hier die Credits zum Album. Hier ist kein Barcode drauf. Wieso das? Diese EP gab es wirklich nur in Verbindung mit diesem Paket, also mit dieser Box. Rein so im Laden gab es die EP damals nicht. Dann haben wir hier innen kein Booklet. Wir haben hier die Infos zu dem Album, zu dieser EP, direkt hier aufgedruckt. Also kein separates Booklet, sondern hier wirklich auf die Innenseite des Covers draufgedruckt. Alle Beteiligten, hier sehen wir auch, wer die Beats produziert hat und so weiter und so weiter. Dann haben wir hier das Album bzw. die CD der EP. So sieht das aus. Auch hier wieder alles in diesem grau-weißen Wolkenmeer designt. Und das Ganze ist so ein reguläres Digipack. So, genug zu der Musik. Wir haben weiters mit dabei ein Bandana. Und dieses ist quadratisch gehalten und sieht so aus. Wir haben hier verschiedene Raben oder Vogelköpfe oder Formen abgebildet. Wir haben einmal hier einen schwarzen Raben gegenüberliegend und dann haben wir hier, wenn das hier der Schnabel ist und das die Augen, auch nochmal Raben. Zusätzlich haben wir dann hier auch noch einen kleinen weißen Camora-Schriftzug. Also das ist auch die Unterschrift von Raf, so sieht die aus. Und dann kann man das entsprechend falten. Also Bandana ja dann meistens diagonal, bedeutet, wenn man das dann so faltet, dann hat man hier dann
vor dem Gesicht genau diesen Raben hier abgebildet. Auf der Rückseite ist das Ganze in weiß, also ist nicht beidseitig bedruckt. Und wir haben hier keinen Zettel dabei, der uns irgendwie Aufschluss gibt über das Material. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier 100% Baumwolle haben. Gut, wir packen das Bandana mal zur Seite. Dann kommen wir zum nächsten Inhalt, und zwar dem Shirt. Wir haben hier, wie zu erwarten, ein weißes Shirt. Im weißen Paket ist natürlich ein weißes Shirt. Dieses ist in schwarz und weiß bedruckt. Was haben wir hier? Wir haben auch hier wieder so ein ganz, ja, wie soll ich sagen, so ein ganz wildes Design. Und zwar haben wir hier in der Mitte wieder den Raben und dann wie so ein Mosaik, oder erinnert mich von der Optik irgendwie an so ein Kirchenfenster. Also wir haben hier wirklich zahlreiche einzelne Elemente von Kreisen über Spitzen, alles ist da mit drin. Und in den Ecken haben wir dann hier immer ein R und C, das steht wohl für Raf Camora. Und hier unten lese ich dann auch noch Camora in schwarz. Auf der Rückseite ist dieses Shirt in weiß gehalten, hier ist nichts zu sehen, aber dafür haben wir auf der rechten Seite, also auf dem rechten Ärmel, haben wir dann hier noch einmal den schwarzen Raben. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Softstyle, und das Ganze ist Größe M. Wie gesagt, die Größe war damals variabel. Und wir haben hier 100% Baumwolle, und das Ganze ist made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Inhalt. Das ist in diesem Fall diese Karte hier. Wir haben hier Raf, der eben dieses Shirt und dieses Bandana trägt. Hinter ihm grau-weiße Wolken. Und auf der Rückseite lesen wir A. Ah, willkommen bei Independenza. Okay, und das ist jetzt die Info zu dieser Karte. Bedeutet, wir haben hier eine Karte, die sieht so aus. Ist aus Plastik und rechteckig. Hier lesen wir Independenza 1 und dann haben wir hier unten eine Seriennummer. Hier unten kann man dann den Namen eintragen. Also so wie das bei der Kreditkarte üblich ist oder bei der Bankomatkarte, haben wir hier dann so ein Feld. Hier kann man dann seinen Namen draufschreiben. Das ist auch extra noch hier so mit, ich glaube, mit Isolierband überklebt worden, weil auf den Karten selber haftet das ja manchmal nicht so gut, dass man hier dann entsprechend schreiben kann. Und hier erfahren wir jetzt, was diese Karte hier zu bedeuten hat oder was hier so die Benefits, die Mehrwerte dieser Karte sind. Also, sobald diese Karte registriert ist, bist du ein offizielles Member bei Independenza One und kommst in den innersten Kreis der Materie. Das bedeutet, Therapiestunden. Jeden Mittwoch und Freitag von 17 bis 18 Uhr kannst du mich anrufen und fragen, was du schon immer wissen wolltest. Weitere Infos folgen. Independenza One Mail. Auf diese E-Mail kannst du dein Demo, Beats und sonstiges schicken. Es geht direkt an das Team. 20% Rabatt auf alle Tour-Shirts, Überraschungscalls und Gewinnspiele. Da ich deine Telefonnummer habe, kann es sein, dass du irgendwann mal eine SMS oder einen Anruf von mir bekommst oder du etwas gewinnst. Und Private Sessions. Das bedeutet jede Menge unveröffentlichte Songs, Skizzen, Skits, Covers von mir und diversen Feature-Gästen stehen für dich gratis zum Download bereit. Jetzt registrieren unter independenza1.de. Ja, also das ist echt eine Menge, die wir hier mit dieser Karte bekommen. Dann haben wir darüber hinaus noch ein Poster. Und dieses ist, wie zu erwarten, auch wieder in Grau und Weiß. Wir haben hier das Foto, das wir schon hier von dieser Karte kennen, nur eben etwas mehr davon. Also wir sehen hier wirklich den kompletten Oberkörper von Raf und das Bandana in diesem Fall, ja, etwas heruntergezogen. Und hinter ihm kommen dann so diverse Ornamente zum Vorschein. Und oben rechts gibt es dann nochmal den Raben. Das Ganze im Hochformat. Ist ziemlich groß, also Format dürfte sein, ja, A1 würde ich mal sagen. Ist auf jeden Fall gewaltig, das Poster. Und wie ihr sehen könnt, ist das Ganze einseitig bedruckt. Also die Rückseite blank weiß. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier, ups, war ich richtig,
einen Turnbeutel. Dieser Turnbeutel ist so in einem Weiß, ja, mehr oder weniger durchsichtig gehalten. Wir haben hier wieder das Logo von Raf, diesen Raben, Raf Camora Schriftzug darunter. Dann haben wir hier an den Ecken so eine kleine Metallöse, unten rechts, unten links. Und das Ganze ist dann hier mit einem schwarzen, mit einer schwarzen Schnur entsprechend hier nach oben verbunden, dass man das hier dann zuziehen kann und natürlich dann auch wieder aufziehen kann. Also, klassischer Turnbeutel, ich glaube, ihr kennt das. Und wir haben hier einerseits mal so einen kleinen Zettel dabei. Okay, das ist nur so ein kleines Kärtchen, so ein Barcode. Den können wir auch gleich runterschneiden. Für den habe ich keine Verwendung mehr. Aber was mich interessiert, wir haben hier noch einen kleinen Zettel drin. Und was lesen wir hier? Inspirion GmbH Bremen, Germany. Okay, also das sind wohl die Hersteller, die diesen Turnbeutel hier zu verantworten haben. Mehr gibt es hier dann nicht mehr zu sehen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box, in diesem weißen Paket befindet. Einmal der eben gezeigte Turnbeutel. Dann haben wir das Poster hier, einseitig bedruckt, hochformatig. Wie gesagt, Größe schätze ich ist A1. Dann haben wir diese Karte hier, diese Fotokarte, dann die Independenza One Card, das Shirt in der Größe M, wie gesagt, Größe war frei wählbar, das Bandana und natürlich die EP, die weiße EP mit insgesamt 6 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Das weiße Paket von Raf Camora. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Raf Camora unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.